Wir haben hier Patrick Ohnewein vom Disinnovation Park. Er moderiert die Open Source System Management Konferenz, 16. April, Sheraton Bozen. Patrick, was ist dein Eindruck von der Konferenz bisher? Ja, die Konferenz ist immer eine Gelegenheit, wo die Wirt Phoenix eine Plattform schafft, dass sich IT-Techniker treffen aus ganz Norditalien, aber nicht nur aus italienischem Raum und gemeinsam über System Management diskutieren können. Das ist eine faszinierende Gelegenheit für die Experten in diesem Bereich. Was ist das Besondere jetzt, abgesehen von der Thematik, deiner Meinung nach von dieser Konferenz? Ist es der Netzwerkcharakter, sind es die Inhalte? Was macht diese Konferenz so erfolgreich? Ich würde sagen, der richtige Mix. Also es ist der Mix von Networking. Ich habe die Möglichkeit, hier mit internationalen Speaker von Forrester bis Red Hat Amerika gemeinsam zu sprechen, die kennenzulernen und der Netzwerkgedanke und dann auch die Inhalte, die diese Top-Experten nach Südtirol bringen. Deiner Meinung nach auch ein wichtiger Aspekt für den, ich nenne es jetzt mal, IT-Standort Südtirol, Bozen? Absolut wichtig, auch ich sehe viele junge Leute, das ist sehr wichtig. Wir wissen ja, unsere IT-Firmen suchen immer nach High-Skilled-Jobs, also sie haben High-Skilled-Jobs, sie suchen talentierte junge Leute und das ist auch eine Plattform, um solche junge Leute kennenzulernen und auszutauschen. Zum Zielpublikum, es ist ja doch ein relativ gemischtes Publikum, es sind jetzt sowohl IT-Verantwortliche als auch Techniker, Entwickler. Wie schwierig ist es deiner Meinung nach, diese unterschiedlichen Zielgruppen da zu einer Konferenz zusammenzubringen? Wird das in Zukunft auch noch funktionieren? Ist das der richtige Weg? Ich denke absolut, denn der Trend in der IT geht in Richtung sogenannte DevOps, also Entwickler und Systemtechniker werden zu einer Figur. Es geht nicht mehr, ein Entwickler kann nicht mehr nichts verstehen von der Systemtechnik und umgekehrt. Und da ist Wirt Phoenix sicher, liegt im Trend. Also die Konferenz liegt absolut im Trend. Kehren wir nochmal zum Thema IT und IT in Südtirol. Deiner Meinung nach für die Zukunft, was wären weitere Modelle, was wären weitere Strategien, die man in einem solchen Bereich noch angehen sollte? Ja, der Mix zwischen offenen Technologien, die eine große internationale Kompetenz bringen und dann das Verpacken dieser Technologie in Produkte, wie das zum Beispiel ihr macht in NetEye und in anderen Produkten, das ist der Weg. Also Innovationsplattformen, offene Innovationsplattformen, wo es Community geben kann und dann eine IT-Firma, eine Struktur, die Services mit diesen Tools anbietet und Geschäft macht. Patrick, vielen Dank für die Moderation, vielen Dank für das Interview. Danke für die Gelegenheit, hier zu sein.